Oh, Professor Richter, die ist ja süß, eine Katze im Sack. Warum haben Sie uns die denn dahin gegeben? Genau, bitte kaufen Sie keine Katze im Sack oder auch ein spuckendes Lama. Das ist auch so ein Begriff unter Juristen. Das heißt einfach, Sie kaufen etwas, was Ihnen hinterher ins Gesicht spuckt. Genau, und da sind wir beim Thema Vertragsgegenstand. Ja, Professor Richter, genau, ich habe doch hier eine Vertragsmuster. Und was habe ich denn da jetzt gekauft? Genau, da steht also hier drin irgendein Auto und da steht auch noch die Fahrzeugart drin, Fahrzeugidentnummer und Hubraum und Gesamtfahrleistung und sowas. Ganz genau, das ist der Vertragsgegenstand. Und nächste HU und was da so alles drin steht und Nichtraucherfahrzeug hat der Professor Richter sich noch eintragen lassen, damit es also nicht so doll stinkt da drin und Reinigungskosten entstehen. Ganz genau. Aber die Frage ist, was ist das Problematische in der Praxis immer? Sie kaufen oft eine Katze im Sack. Und dazu folgende Hinweise. Der Vertragsgegenstand muss in allen Verträgen vollständig beschrieben sein. Denn, und das ist die Logik jetzt, die dahinter steckt. Bitte aufpassen. Wenn Sie den Vertragsgegenstand nicht genau bestimmen, kann man auch nicht sagen, dass dann schlecht erfüllt worden ist. Weil man weiß ja gar nicht, was Sie verlangt haben und was sie dann bekommen haben. Also bei mir, wenn bei mir Nichtraucherfahrzeug drin steht und den der finde ich doch kippen unterm Fahrersitz und denke mal, aha, deswegen riecht das so komisch hier, dann kann ich sagen, das ist nicht der Vertragsgegenstand, den ich wollte. Und ich habe nicht die Katze im Sack gekauft, weil ich reingeschrieben habe, Nichtraucherfahrzeug, ich will das so. Und dann kann ich sagen, ich will jetzt, dass du die Reinigung bezahlst und das wird richtig toll für den Verkäufer. Und deswegen, erst wenn man weiß, was Gegenstand des Vertrages ist, bei mir zum Beispiel Nichtraucherfahrzeug, kann man entscheiden, ob die geleistete Sache auch dem entspricht, was wiederum Auswirkungen auf die Mängelhaftung, zum Beispiel nach 434 beim Kauf fortfolgende BGB hat. Das heißt, in der Praxis besteht oft ein Interesse gerade des Lieferanten, den Vertragsgegenstand zum Beispiel nachträglich zu verändern. Wenn er zum Beispiel eine Sache gar nicht mehr bekommt, so für das Geld, was er ihm versprochen hat, und sagt, okay, du kriegst ja Tomaten, so und so viel folgende Größe und Handelsklasse, hat er sich festgelegt. Wenn er die Handelsklasse weglässt, dann kann er jetzt später nochmal sagen, oh nee, ich habe doch ein bisschen billigere dir geliefert, aber der Preis bleibt gleich. Da sind die Lieferengpässe. Er will letztlich eine Gewinnmaximierung. Ich verstehe das schon, dass die Verkäufer das manchmal machen müssen. Ja, kein Problem. Sie haben manchmal von ihren Lieferanten selbst ein Problem, die Ware zu bekommen und müssten dann irgendwelche Deckungskäufe irgendwo machen, die viel teurer sind. Aber der Käufer kann auch sagen, ja, was interessiert mich das? Du hast dich dazu verpflichtet, diese Klasse, Güteklasse zu liefern. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du nicht so viel Geld oder ich nehme sie gar nicht ab. Hier gibt es auch in den Verträgen häufige Änderungsklauseln, dass man wirklich den Vertragsgegenstand, ne, obwohl vorne drin steht, das und das kriegen Sie, steht dann hinten im Kleingedruckten, steht dann drin, ja, aber wir können trotzdem, Maßabweichungen sind möglich oder Farbabweichungen sind möglich. So Mist. Jetzt habe ich doch die andere Farbe gekriegt, doch nur ein anderes Maß. Ja, sagt der Verkäufer, stand ja so hinten drin. Wo sage ich, ist das zulässig? Das kommt darauf an, ob das wirklich angemessene Abweichungen sind oder nicht. Ach mein Gott, das kommt darauf an, Professor Richter, das, wenn ich das schon höre, das kann man in der Praxis nichts mit anfangen. Genau, und deswegen sollten Sie, mein Tipp, und es kommen jetzt die vier Tipps, den Vertragsgegenstand so genau beschreiben, wie es nur geht. Ich erzähle Ihnen heute schon auch meinen Fall. Ist mal schön, wenn die Juristen das selber mal sowas passiert. Ich habe mal ein Auto verkauft, das hatte einen Unfall. Habe ich leider mal nicht so einen schönen Aquaplaning-Unfall gehabt. Und das Auto war so links in die Leitplanke gekommen. Ne? So ganze Seite war so wutsch. Und das haben sie aber trotzdem wieder aufgebaut und ich habe es dann verkauft. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe an den Vertrag. Der Vertrag war 20 Seiten lang. Also nicht nur diese kleine Mappe hier, so, sondern 20 Seiten. Warum war der Vertrag 20 Seiten dran? Weil ich hinten dran getackert habe, die gesamte Reparatur-Vita, also was sie alles repariert haben. Und es kam genauso, wie es kommen musste. Eines Tages hat der Käufer mich angerufen und gesagt, da blättert was an der Stoßstange schon ab. Ich gesagt, ja, gucken Sie in Ihren Vertrag rein. Die war, stand hinten drin. Das ist ein Unfallfahrzeug. Da haben wir doch entsprechend was dran gemacht. Das sehen Sie an dem Reparaturposition 11, hier 155 ganz hinten. Kann ich Ihnen nur sagen, gehen Sie zu dem Reparateur. Ich trete, also dort können Sie Ihre Ansprüche an Geld machen. Aber ich bin raus, denn Sie wussten es, dass das repariert ist und das wird nie wieder so 100%. Tja, kommt ganz schnell vor, dass eben hier dann eben nicht
die Ware mangelhaft war, weil ich gesagt habe, ist diese Mangel steckte sozusagen in der Stoßstange schon drin, weil die eben nachträglich repariert war. Sie sollten in der Praxis verhindern, einen unvollständig beschriebenen Vertragsgegenstand zu haben. Meins natürlich ein bisschen übertrieben, also da jetzt 20 Seiten hinten dran zu tackern, aber seien Sie lieber vorsichtig. Okay, mit Juristen machen Sie keine Verträge mehr, weil die sichern sich gegen anders ab. Nein, ich finde, das war okay als Verkäufer, weil ich gesagt habe, hier, du sollst ja wissen, was du kaufst. Eben keine Katze im Sack. Ein Austausch auch durch eine Vertragspartei darf zum Beispiel nicht möglich sein, dass sie einfach den Vertragsgegenstand komplett austauschen, aber sowas steht manchmal in Verträgen drin. Die häufigste Frage ist deshalb, welcher Vertragsgegenstand ist bei den Einzelverträgen geschuldet? Also was wollen Sie wirklich hier geliefert haben oder auch liefern? Und das heißt, im fünften Teil meines Kurses hier behandeln wir alle Rechtsfragen zu diesen Bestimmungen, zur korrekten Bestimmung des Vertragsgegenstandes. Gut, das war der Vertragsgegenstand. Nun sind wir also im Vertrag geschlossen mit dem richtigen Vertragspartei und auch mit dem richtigen Vertragsgegenstand. Und jetzt gibt es gleich eine Störung ganz am Anfang, wenn wir den Vertrag eigentlich erfüllen wollen. Und dort müssen wir gucken, Störungen, Haupt- und Nebenleistungspflichten, das müssen wir uns mal im nächsten Video anschauen.